Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute präsentiere ich euch über 50 Bauhacks in Minecraft und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Und zwar habe ich hier als erstes eine kleine Vitrine gebaut und zwar benutzt ihr dafür einen Gerüstblock und den stellt ihr auf einen Birkenholzblock, den ihr entrindet habt quasi. Macht dann nochmal ein paar Schilder drumherum aus Birkenholz und oben nochmal eine Falltür aus Birkenholz und dann könnt ihr einfach ein Itemframe auf den Birkenholzblock quasi legen und dann ein Item da rein und schon habt ihr eine kleine Vitrine, in dem ihr euer Diamantschwert ausstellen könnt. Als nächstes haben wir hier Hühnerkäfige. Und zwar benutzt ihr dafür einfach irgendeinen Block und macht dann da rumherum Falltüren, ungefähr so. Dann oben drauf noch eine und unten drin auch nochmal eine. Und jetzt könnt ihr einfach mit Eiern da reinwerfen, bis ein Huhn kommt. Dann macht ihr die Klappe zu und schon habt ihr einen Käfig, in dem ein Huhn ist. Und daraus könnt ihr auch eine automatische Eierfarm bauen. Die habe ich auch schon mal in einem Tutorial gezeigt. Falls ihr euch das anschauen wollt, ist verlinkt. Als nächstes haben wir dann hier so eine Leine, in die man dann zum Beispiel Laternen hängen kann, denn das ist so eine Art Lichterkette. Und ihr könnt auch Wolle daran hängen, dann sieht das so aus, als wären das so Flaggen oder vielleicht auch Wäsche. Und die könnt ihr, wie gesagt, von zwei Pfählen aus zusammen verbinden oder von zwei Hausfassaden. Oder ihr macht hier auch mit Lichtern und Wolle zusammen. Und dann sieht das eigentlich ganz cool aus und spendet Licht und ja, ist ganz nice. Als nächstes habe ich dann hier einen kochenden Wassertopf quasi. Und zwar könnt ihr dafür einfach einen Kessel nehmen, in den Wasser tun. Und dann unter diesen Kessel ein Lagerfeuer setzen. Dann sieht das nämlich so aus, als würde da Dampf quasi rauskommen. Und wenn ihr dann noch mit einer leeren Glasflasche einmal rechtsklick auf den Trichter, auf den Kessel quasi macht, dann nehmt ihr da ein bisschen Wasser weg und dann sieht das schon so aus, als würde da schon ein bisschen Wasser verdampft sein. Und dann sieht man dazu noch diesen Dampf, diesen Wasserdampf und dann macht das eben, wie gesagt, einen besseren Eindruck und sieht tatsächlich so aus, als würde das Wasser kochen. Ihr könnt eine Toilette bauen in Minecraft, die ist ziemlich leicht nachzubauen, hier seht ihr sie ja immer. Und wenn ihr daneben dann noch eine Endrod stellt, dann sieht das aus wie eine Toilettenbürste und rundet das Ganze nochmal ein bisschen mehr ab. Ihr könnt die Endrods auch dafür benutzen, um kleine Säulen zu bauen, wie ihr es hier seht. Die können allerdings nur maximal zwei Blöcke hoch sein, weil ansonsten dieses graue Ding irgendwo in der Mitte wäre. Und die spenden auch noch Licht und wie gesagt, sehen zusammen mit Quarz auf jeden Fall vor allem ziemlich cool aus. Und ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen. Als nächstes haben wir hier einen Teppich und es gibt eine coole Interaktion mit dem Teppich und Schildern bzw. Lecternblöcken. Und zwar könnt ihr diese Lecternblöcke so ein bisschen sehen und auch die Schilder und damit dann ganz coole Muster erstellen. Dafür müsst ihr einfach nur den Block bzw. das Schild da unter haben und dann einmal mit Shift rechtsklick den Teppich darauf platzieren und dann habt ihr, wie gesagt, hier diese kleinen extra Details nochmal. Ihr könnt mit den Endrods auch tatsächlich einen ziemlich coolen Kronleuchter erstellen, wie ihr es hier seht. Dafür nehmt ihr einfach Glasblöcke, umrandet die dann mit Glasscheiben und macht dann unten jeweils nochmal die Endrods dran und das sieht dann so aus, als wären das irgendwie Kristalle, die da vielleicht runterhängen und die leuchten auch tatsächlich und damit kriegt ihr, wie gesagt, einen ziemlich coolen Kronleuchter hin. Ihr könnt auf eure Öfen Detector Rails packen und dann sieht das so aus, als wäre da eine Herdplatte drauf, oder in diesem Fall eben zwei, weil hier zwei Detector Rails sind. Und darüber könnt ihr dann noch mit Stufen eine Dunstabzugshaube bauen, indem ihr einfach zwei Stufen so platziert und dann die anderen jeweils so und von der anderen Seite dann ran. Und so kriegt ihr eine ziemlich coole Dunstabzugshaube hin und eure Öfen sehen schon ein bisschen besser aus. Wenn ihr aus Blättern Büsche baut, dann könnt ihr zwischendurch nochmal ein paar Rosen und Rosenbüsche mit integrieren quasi und dann sieht das so aus, als wären das Rosenbüsche und das rundet das Ganze nochmal ein bisschen extra ab. Wenn ihr euren Weg ausleuchten möchtet, aber nicht wollt, dass man die Fackeln sieht, weil die ja ziemlich blöd aussehen, dann könnt ihr versuchen, sie zu verstecken, beziehungsweise auch andere Blöcke, wie zum Beispiel Glowstone. Und zwar habe ich hier mal zwei Varianten, und zwar könnt ihr sie einmal unter Falltüren verstecken. Die leuchten jetzt immer noch, aber man sieht sie nicht. Und genauso funktioniert das auch mit Teppichen. Auch da leuchten sie und sie geben Licht ab, aber man sieht sie eben nicht. In Minecraft gibt es ultra viele verschiedene Designs, um Laternen zu bauen. Und vier davon habe ich euch einmal hier ausgestellt. Wir haben hier eine kleine mit zwei Pfählen quasi einfach nur und dann einer Laterne oben drauf. Hier haben wir eine etwas größere, wo wir dann einen Glowstone haben, den wir mit Falltüren umranden. Hier haben wir tatsächlich eine automatische, die nur dann angeht, wenn es quasi Nacht ist oder andersrum, wenn ihr möchtet, nur wenn es Tag ist, warum auch immer. Und das funktioniert dann mit einem Tageslichtsensor und einer Redstone-Lampe. Und hier nochmal eine etwas größere, die auch wieder mit demselben Prinzip arbeitet, mit Glowstone und Falltüren drumherum. Aber insgesamt gibt es, wie gesagt, unendlich Möglichkeiten dafür und das ist nur eine kleine Inspiration für euch quasi. Ihr könnt die Rosenbüsche noch weiter ergänzen, wenn ihr dafür Beerensträucher nehmt und die mit einbaut. Und theoretisch könntet ihr so auch einen guten Schutzwall machen, denn bei den Beerensträuchern kann man drinnen nicht springen, wie ihr hier seht. Und damit werden sogar ein Block hohe Leaves quasi nicht überwindbar. Normalerweise ist Zuckerrohr hier nur drei Blöcke hoch, allerdings könnt ihr das ein bisschen manipulieren. Und so könnt ihr zum einen, wenn die Pflanze ausgewachsen ist, obendrauf einfach noch ein Zuckerrohr setzen. Und dann habt ihr ein vier hohes, so wie hier. Oder ihr könnt auch das Wachsen aufhalten, indem ihr einfach einen String obendrauf legt, wie zum Beispiel hier. Das bedeutet, dass hier jetzt immer nur zwei Zuckerrohr übereinander sind und hier zum Beispiel nur eins und die Pflanze eben nicht weiter wachsen kann. Und dasselbe funktioniert auch mit Kakteen und auch mit Bambus. Ihr könnt in eurem Badezimmer aus Türen so einen Sichtschutz bauen, hinter dem man sich dann umziehen kann. Und da würde man normalerweise jetzt die Klamotten da so rüberschmeißen oder eben wie hier in diesem Fall an die Wand hängen. Und das ist auch ein sehr cooles Feature, was in jedem Badezimmer eigentlich zu finden sein sollte. Ihr könnt ganz einfach einen Fernseher bauen, indem ihr einfach Black Concrete nehmt und damit eine 2x3 große Fläche ausbaut quasi. Dann macht ihr links und rechts jeweils zwei Notenblöcke hin
und macht dann unter den Concrete noch hier so ein Muster aus Stufen. Und das sieht dann so aus, als wenn das hier verschiedene Ablagen und Schubladen quasi für eure Konsolen und für den Receiver und für die Fernbedienung und so weiter. Und so kriegt ihr dann einen ziemlich coolen Fernseher hin. Es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, um Topfpflanzen in Minecraft zu bauen. Als erstes haben wir hier zum Beispiel einen Kessel, auf dem Blätter sind. In dem Kessel ist dann Wasser drin und umranden könnt ihr den dann mit Falltüren oder in diesem Fall mit Schildern. Ihr könnt auch einfach die Blätter auf einen Holzstamm setzen, das funktioniert auch, oder ein Anvil dafür benutzen. Ihr könnt allerdings auch, damit das ein bisschen cooler aussieht vielleicht, einen Blumentopf nehmen und da einen Kaktus reinstellen. Dann sieht das nämlich so aus, als hätten die Blätter noch so einen grünen Stumpf quasi. Ihr könnt allerdings das gleiche auch einfach mit Grasblöcken machen und die dann mit Schildern oder mit Falltüren umranden. Oder ihr setzt einfach die Blätter auf einen Bambus oder auf einen Zaunblock. Ihr könnt in Minecraft Fleisch bauen, indem ihr einfach Netherrack nehmt oder zum Beispiel auch hier in diesem Fall Nether-Warzenblöcke oder hier unten nochmal, um das ein bisschen weißer aussehen zu lassen, Nether-Quarzblöcke. Die könnt ihr dann einfach von der Decke hängen lassen oder eben auf den Fußboden legen und in euer Lager und das sieht dann eben aus wie ein bisschen Fleisch. Wenn ihr Baumstämme irgendwo liegen habt, könnt ihr mit Schienen und Leitern es so aussehen lassen, als wären diese gesichert und es wäre da jetzt zum Beispiel ein Band drumherum gespannt und ja, das sieht eigentlich auch nochmal ziemlich nice aus. Ihr könnt auch ein ganz einfaches Doppelbett bauen, indem ihr einfach ein Bett nehmt, da über den Halbsteine und da oben drauf noch ein Bett. Und auf der einen Seite macht ihr dann eine Leiter nach oben und auf der anderen einfach Stufen, die so ein bisschen aussehen wie ein Rahmen quasi. Und schon habt ihr ein super funktionales Doppelbett. Ihr könnt einen ganz einfachen Kühlschrank bauen, indem ihr einfach Quarzblöcke, Quarztreppen und Eisentüren nehmt und das dann eben so anbaut, wie ich es hier gemacht habe. Und schon habt ihr einen wundervollen Kühlschrank. Ihr könnt mit Hilfe von Stufen und Halbsteinen auch Regale an der Wand platzieren. Wenn ihr ein Waschbecken gebaut habt, gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, um dieses cooler darzustellen. Zum Beispiel könnt ihr aus diesem komprimierten Eis eine Art Spiegel bauen und ihr könnt auch Wasserhähne quasi bauen. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, Haken zu nehmen oder eben Schalter oder Knöpfe. Und wenn ihr noch einen Zahnputzbecher braucht, könnt ihr dafür entweder Seegurken quasi nehmen oder einen leeren Blumentopf. Wenn ihr eine Mauer aus Holz bauen wollt, dann empfehle ich euch, zwei verschiedene Arten von Holz auszuwählen, wie in diesem Fall jetzt Fichte und Eiche, und diese dann zu entrinden und dann immer abwechselnd zu platzieren. So sieht das dann aus, als wären das diese einzelne Pfähle quasi aus Holz, die in den Boden gerammt wurden. Und wenn ihr dann oben drauf nochmal ein paar Zäune platziert, dann sieht das so aus, als wären sie oben angespitzt. Und dann könnt ihr noch mit ein paar Steinen darum bauen, damit es dann etwas befestigter aussieht. Ihr könnt ein sehr cooles, modernes Treppengeländer bauen, indem ihr dafür die gefärbten Glasscheiben benutzt, wie ihr hier seht. Das schützt euch nicht nur davon runterzufallen, sondern sieht wie gesagt auch noch ziemlich cool aus. Und wenn ihr nichts Modernes baut, könnt ihr anstatt der Gläser quasi auch Zäune benutzen. Das hat denselben Effekt und sieht auch sehr gut aus. Wenn ihr eure Elytra ausstellen wollt, dann müsst ihr einfach nur einen Armor-Stand umdrehen und diesen dann am besten auf einen Holzblock setzen, wie in diesem Fall, und dann Trapdoors drumherum bauen. Das sieht dann ziemlich cool aus und ihr könntet rein theoretisch auch einfach eine ganz normale Rüstung darauf aufstellen und dann natürlich aber den Armor-Stand in die richtige Richtung drehen und diesen dann auch mit Falltüren umranden. Dann habt ihr ein cooles Podest für eure Rüstung. Ihr könnt mit Hilfe von Bannern es so aussehen lassen, als hättet ihr Vorhänge. Die macht ihr dann einfach links und rechts von eurer Scheibe und macht oben am besten noch so eine Reihe mit Schildern. Das sieht dann so aus, als würden da oben drauf quasi die Vorhänge entlang gleiten, quasi wenn man sie zuzieht. Es gibt in Minecraft sehr viele verschiedene Arten und Weisen, Stühle zu bauen. Die einfachste ist, einfach eine Treppe hinzustellen und dann links und rechts ein Schild dagegen zu tun. Das sieht dann aus wie eine Lehne. Statt den Schildern könnt ihr allerdings auch Falltüren benutzen, wie das in diesem Fall ist. Oder um das Ganze noch ein bisschen aufzurüsten, könnt ihr wieder Schilder nehmen und dann dahinter noch eine Tür bauen, im selben Holz nach Möglichkeit. Und dann wieder ein Schild dagegen. Das sieht dann aus wie ein höherer Stuhl mit noch einer Kopflehne. Und ihr macht direkt zwei Treppen und macht dann auch zwei Türen daneben an und zwei Schilder und das sieht dann noch nach einem etwas größeren Sitz aus quasi. Oder ihr baut direkt einen Sessel, wo dann da hinten dran noch Wolle ist. Oder ihr könnt auch so eine Art Barhocker machen, indem ihr unter den Sitz quasi nochmal einen Zaun stellt. Wenn ihr ein Fenster gebaut habt, könnt ihr von der Außenseite dagegen nochmal ein paar Blumen bauen, indem ihr einfach Grasblöcke nehmt und diese dann mit Trapdoors umrandet. Und das sieht dann eben aus wie so ein kleiner Blumentopf, in dem man irgendwie Kräuter anbaut oder Pflanzen und sieht von innen eben sehr cool aus. Wenn ihr selber Terrain bauen wollt, wie zum Beispiel einen Berg, dann empfehle ich euch verschiedene Blöcke zu benutzen. Zum Beispiel in diesem Fall habe ich jetzt nicht nur Steine benutzt, sondern quasi auch noch Andesit und Cobblestone mit reingemischt. Und so sieht das Ganze dann schon ein bisschen lebhafter und eben abwechslungsreicher aus. Das gleiche gilt auch für Wege. In diesem Fall habe ich jetzt zum Beispiel einen Weg gebaut, der nicht nur aus Cobblestone oder zum Beispiel Kies besteht, sondern ich habe hier ganz viele verschiedene Blöcke reingemischt und so sieht es dann auch ziemlich cool aus. Wir haben hier zum einen Kies, wir haben hier auch normalen Cobblestone, wir haben aber auch Holz, wir haben Trapdoors, wir haben dieses, ich weiß gar nicht wie das heißt, wir haben Pozzol, wir haben Dirt, wir haben Andesit, wir haben dann noch den Mossy Cobblestone und zwischendurch dann auch nochmal ein paar Sträucher und Pflanzen. Wenn ihr ein Bücherregal in eurer Wand habt, dann empfehle ich euch diesen nochmal zu umranden, wie in diesem Fall zum Beispiel mit Halbsteinen und Treppen. Dann sieht das Ganze ein bisschen cooler aus und auch ein bisschen massiver und ein bisschen edler, finde ich auch. Ihr könnt Bienenwaben bauen oder einen Bienenstock quasi, indem ihr auf einen Gerüstblock einfach einen Komposter setzt und oben drauf dann nochmal eine Trapdoor. Und dann placet ihr drumherum noch am besten ein paar hohe Gräser und ein paar Blumen und dann sieht das so aus, als wäre das so eine Art, ja, Bienenwiese quasi, wo die Bienen dann immer die
Blumen bestäuben und so weiter. Ihr könnt eine ziemlich coole Fackel machen, indem ihr einen Lecternblock umdreht und da oben dann ein Lagerfeuer draufsetzt. Und ja, das sieht ziemlich cool aus. Wenn ihr eine Dusche baut, habe ich direkt ein paar mehr Tipps für euch. Und zwar habe ich zum einen hier oben einen Dispenser hingestellt, der dann so aussieht, als würde da das Wasser rauskommen. Und unten im Boden habe ich quasi eine eiserne Trapdoor gebaut. Das sieht dann so aus, als wäre das der Abfluss. Und gleichzeitig habe ich hier in das Glas auch noch eine Eisenbar gebaut. Das sieht dann so aus, als wäre das quasi ein Griff. Und wenn euch dieses Duschendesign quasi gefällt, habe ich dazu auch ein Tutorial. Und das funktioniert sogar wirklich. Dann kommt da oben Wasser raus mit einem Knopf hier. Und wie gesagt, dazu habe ich auch ein Tutorial, wenn ihr euch das anschauen wollt. Viel Spaß damit. Ihr könnt eine Wäscheleine bauen, indem ihr einfach Zaun und Zauntore benutzt. Und dann da oben drauf quasi einen Teppich legt und dann jeweils links und rechts vom Teppich einen Banner. Das sieht dann so aus, als wären die Klamotten quasi da über der Wäscheleine quasi. Ihr könnt auch die Farbe von einem Beacon ändern, indem ihr einfach ein buntes Glas darüber stellt, in diesem Fall jetzt rot, und dann ist der ganze Strahl rot. Wenn ihr viel mit Zäunen baut, solltet ihr auch darauf achten, dass ihr zwischendurch Zauntore benutzt. Das sorgt nämlich dafür, dass es ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Wenn ihr die normalen Zaunblöcke zu langweilig findet, könnt ihr euch euren Zaun auch selber bauen. Zum Beispiel habe ich den hier aus Cobblestone gebaut. Ich benutze hier Cobblestone, die Halbsteine davon. Ich benutze auch Stufen und den Cobblestone Wallblock. Und wenn ihr die jetzt immer abwechselnd ein bisschen platziert und ein bisschen random das macht, dann sieht das ziemlich cool aus. Und daraus könntet ihr jetzt theoretisch auch ein cooles Gehege bauen. Gleichzeitig könnt ihr natürlich aber auch Holz benutzen zum Beispiel oder alles andere, was ihr eben benutzen möchtet. Wenn ihr Glas von außen ein bisschen runder aussehen lassen wollt, dann solltet ihr in den Ecken von den Glasblöcken jeweils Glasscheiben platzieren. Das sorgt nämlich dafür, dass es nochmal so eine extra Stufe gibt, die das Ganze ein bisschen weiter abrundet. Und ich finde, das sieht ziemlich nice aus. Hier habe ich nochmal zwei Vitrinen bzw. Showcases für euch. Und zwar einmal ein etwas kleineres, wo wir jetzt zum Beispiel hier das Drachenei uns anschauen können. Dafür benutze ich dann einfach hier drumherum Stufen und oben auch und dann zwischendurch nochmal dieses Glas. Und das gleiche funktioniert hier auch so. Hier habe ich auch wieder diese Technik mit dem Abrunden von dem Glas benutzt, indem ich in den Ecken quasi nochmal Glasscheiben gestellt habe und hier Trapdoors nochmal. Und das funktioniert ziemlich cool und da könnt ihr euch dann auch coole Sachen ausstellen lassen quasi. Es gibt noch mehr Möglichkeiten in Minecraft als Fensterscheiben, um Fenster zu bauen. Zum Beispiel gibt es einmal die Eisengitter quasi. Ihr könnt allerdings auch Zäune dafür nehmen oder die Zauntore oder eben Mauerblöcke, zum Beispiel in diesem Fall aus Cobblestone. Oder was ich am besten finde, sind Trapdoors. Die kann man nämlich auch noch aufmachen und tatsächlich da durchgehen, beziehungsweise zumachen und dann eben nicht mehr da durchgehen. Ihr könnt auch von der Decke hängende Regale machen, indem ihr einfach Zäune benutzt und dann unter diese Zäune quasi Halbsteine platziert und dann oben auf die Halbsteine drauf einfach das, was ihr da oben ausstellen wollt, wie hier zum Beispiel. Und das, finde ich, lässt das Ganze nochmal ein bisschen abrunden und ist eine coole Variation im Gegensatz zu den ganzen Regalen, die immer an der Wand stehen. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Hier habe ich einmal zwei Kleiderschrank-Designs quasi. Als erstes haben wir hier quasi einmal Türen drumherum und oben nochmal Trapdoors. Und hinter den Türen sind dann eben die Armor-Stands mit eurer Rüstung. Ihr könnt allerdings statt den Türen an der Seite auch einfach Stufen benutzen und oben drauf dann ein paar Halbsteine stellen. Und dahinter dann zum Beispiel in diesem Fall jetzt mal Kisten. Ihr könntet dann natürlich auch Armor-Stands hinpacken. Aber ja, welches Design ihr davon nehmt, ist eure Sache. Es gibt auch Möglichkeiten, um Bier- bzw. Weinfässer oder vielleicht auch Wasserfässer, wenn man gegen das Trinken ist quasi, zu erstellen. Und zwar hat man da zum einen die Möglichkeit, eine Barrel zu nehmen und dann vorne einen Haken dran zu setzen. Man könnte allerdings auch einfach einen Holzblock nehmen und da einen Haken dran stellen oder eine Barrel so rum hinstellen, dass quasi die Verstärkung an der Seite zu sehen ist. Dann erinnert das ein bisschen an so ein Bierfass, wo man dann links unten einfach so diesem komischen Pfahlding reinhaut. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich komme leider nicht aus Bayern. Aber man kennt es ja und ich finde, so sehen die eigentlich ziemlich nice aus. Wenn ihr euch einen Schornstein aufs Dach baut, dann könnt ihr dafür sorgen, dass da tatsächlich Rauch rauskommt. Und zwar stellt ihr dafür einfach oben auf den Schornstein drauf ein Lagerfeuer und umrandet dieses dann mit Trapdoors. Und so sieht es dann aus von unten, als würde da tatsächlich Rauch rauskommen. Wenn ihr einen Strand baut oder irgendwas mit Sand, dann solltet ihr darauf achten, auch statt nur Sand auch Sandsteine quasi zu benutzen. Die haben nämlich eine etwas andere Textur, aber sind immer noch sehr ähnlich. Und die beiden zusammen ergeben halt eine sehr gute Abrundung zusammen. Und gleichzeitig könnt ihr auch noch ein paar Steinknöpfe auf den Boden legen. Das sieht nämlich aus, als wären das so kleine Steine. Und so wird aus einer langweiligen, einfachen Sandfläche quasi schon etwas, was ein bisschen besser aussieht. Ihr könnt eure Häuser etwas älter aussehen lassen, indem ihr einfach so ein paar Blätter an der Seite hochwachsen lässt, als wären das so Ranken, die sich nach oben ranken. Ihr könnt gleichzeitig natürlich auch Lianen nehmen. Und wenn ihr sowas baut, dann solltet ihr auch darauf achten, dass ihr, wenn es geht, die Blöcke auch ein bisschen dahingehend anpasst. Zum Beispiel in diesem Fall habe ich jetzt hier hinten eine Steinmauer. Und in der Steinmauer habe ich dann auch diese bemoosten Steine quasi benutzt, weil ja hier ganz viele Pflanzen sind und dann macht das ja nur Sinn. Beziehungsweise auf dem Boden, wo eigentlich Pflastersteine sind, habe ich jetzt auch so ein paar Mossy-Pflastersteine quasi. Und so sieht das Gesamtbild dann noch ein bisschen abgerundeter aus. Wenn ihr euch Bilder an euer Haus hängt, dann könnt ihr darauf achten, dass ihr in der unteren Reihe, nochmal unter dem Bild, eine Reihe Trapdoors macht und da oben drüber noch ein paar Schilder. So sieht das Ganze nämlich noch etwas abgerundeter und ein bisschen spannender aus, als einfach nur eine Wand mit einem Bild dran. Ihr könnt Lagerfeuerblöcke für noch mehr benutzen, und zwar könnt ihr damit noch mehr Rauch entstehen lassen, zum Beispiel unter Magma- und Lavablöcken. So sieht das aus, als würden die gerade irgendwas verbrennen vielleicht, oder als wären die so heiß, dass selbst irgendwas in der Nähe gerade verbrennt.
Du kannst sie allerdings auch unter Kohleblöcke machen, dann sieht das so aus, als würde hier gerade ein Feuer gewesen sein vielleicht und jetzt ist nur noch die Kohle über und brennt noch so ein bisschen vor sich hin oder glüht noch. Oder ihr macht es unter Wasser, dann sieht so aus, als wäre das eine warme Wasserquelle oder vielleicht ein Geysir oder sowas. Und ja, was diese Lagerfeuertechnik angeht, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten und ich denke, euch wird da auch was Cooles einfallen. Auch was Tische angeht, gibt es in Minecraft super viele verschiedene Möglichkeiten, da was zu bauen. Einmal natürlich für die Oberfläche, also für die Tischoberfläche, könnt ihr verschiedene Blöcke benutzen, wie zum Beispiel diese Eisendruckplatten oder auch Steindruckplatten. Ihr könnt aber auch alle möglichen Trapdoors benutzen oder hier zum Beispiel, was ich am meisten benutze, Teppiche. Und auch für den Tisch an sich, für die Tischbeine, gibt es wieder super viele Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich Zäune benutzen, wie es die meisten auch machen oder in dem Fall hier auch ich am Anfang genommen habe. Ihr könnt aber auch dafür die Mauerblöcke quasi benutzen, wie zum Beispiel hier den Cobblestone-Mauerblock. Oder Ender Rods, das sieht auch ziemlich cool und modern aus. Ihr könnt allerdings auch die Eisenbars benutzen, die sehen auch nice aus. Und ihr benutzt einfach Stufen quasi und Halbsteine. Die sehen dann ein bisschen massiver aus. Was auch sehr modern aussieht, sind zum Beispiel hier die gefärbten Glasscheiben quasi. Die machen das Ganze auch ein bisschen cooler. Und wenn ihr keine Beine haben wollt, dann gibt es auch eine Möglichkeit für. Also könnt ihr einfach Fäden auf den Boden legen. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar normalerweise würde ein Teppich ja nicht in der Luft fliegen können. Allerdings, wenn ihr darunter einen Faden platziert, und dann da oben drauf ein Teppich oder eine Druckplatte oder was auch immer. Dann sieht so aus, als würde es schweben von weiter weg. Und dann sieht es jetzt hier zum Beispiel so aus, als hätte der Tisch nur ein Bein in der Mitte. Und als würde der Rest halt fliegen. Und das sieht auch ziemlich nice aus. Und ein Tipp, den ich persönlich ziemlich cool finde, ist die Picknickdecke. Und so könnt ihr dafür einfach so ein kariertes Muster hier aus Wolle machen, beziehungsweise aus Wollblöcken und aus Teppichen. Und dann platziert ihr noch irgendwo einen Kuchen und eine Lampe und macht hier vielleicht noch so einen Korb, so ähnlich wie bei den Hühnern, der Korb quasi. Und dann habt ihr eine coole Picknickdecke mit Kuchen, mit Korb, mit allem drum und dran. Und das sieht auch ziemlich nice aus. So, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt meinen Hashtag Picknick in die Kommentare. Und ansonsten ist der letzte Tipp, den ich für euch habe, meinen Kanal zu abonnieren. Denn hier kommen immer wieder so Design-Videos und Bauhacks und Möglichkeiten, wie man halt coole Sachen bauen kann. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.